Da sind wir auch wieder zurück bei Mass Effect. Wir haben gesagt, wir machen uns auf den Weg in die Quarantänelabore. Ich trage einen Umweltanzug und mir ist immer noch kalt. Ja, Tali, das ist schön für dich. Aber ich will jetzt erstmal gucken, was hier in den Wachunterkünften noch so abgeht. Ob wir hier vielleicht nicht noch irgendwas finden. Waffenspind, leichte Dechiffrierung. Alles kein Thema. Waffen können wir immer gut gebrauchen. Was haben wir hier noch? Auch noch leichte Dechiffrierung. Nein. So. Zack. Das sind alles Sachen, die wir dann später verkaufen können. Bringt uns ja Geld. Nicht, dass wir nicht schon Millionäre wären, aber so ist das eben. Und wir machen uns jetzt mal auf in den Weg in den Quarantänebereich, also dieses Quarantänelabor. Bin mal gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Gucken wir einfach mal. Ab nach unten. Es wird spannend. Hui, hier geht's aber ganz schön tief nach unten. So, Dalle. Was haben wir denn hier? Schuppedab, schuppedieb. Hanola, Erste Hilfestation, Medigel plus 2, leichter Spind. Oh, hier gibt es schon wieder so viele Sachen. Und ich kann mich wieder nicht entscheiden, wo wir lang wollen. Thunder 7 nehmen wir mit. Wissenschaftler. Okay. Der hier haut dich um. Aha. Wie kannst du jetzt Witze erzählen? Ach, das ist Tali. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Mhm. Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Über die Rachni? Rachni? Das ist doch lächerlich. Wo sind die hergekommen? Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Halt die Klappe! Himmel, willst du, dass wir alle umgebracht werden? Ich habe keine Kontrolle darüber, wer hier lebt oder stirbt. Du etwa? Wenn du durchknallst, dann bitte leise. Durchknallen? Ich bin völlig normal. So normal wie noch nie. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Wie komme ich in den Servicebereich? Ein Teamleiter müsste Zugang haben. Wie Dr. Kuhn. Sie finden ihn auf der Krankenstation. Ich gehe dann jetzt. Ja. Naja. Mit dem haben wir ja schon gequaselt. Wartungstür. Ventilationsraum. Oh. Mhm. Den Sicherheitsbereich, Sicherheitslabore. Quarantänelabore. Drehen wir uns mal um. Gucken, was hier dann so los ist. Da kommen wir aber gar nicht rein. Was ist denn das für ein Blödsinn? Sie gehören nicht zur Crew. Nennen Sie mich Shepard. Ich bin ein Spectre und wurde von der Zitadelle geschickt. Es gibt keine menschlichen Spectre. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Dann gehen wir jetzt nochmal eben nach oben. Dann quasseln wir dem anderen Macker da oben. Ach, das ist auch echt eine schwierige Entscheidung hier immer, was man jetzt zuerst macht. Stimmt, da oben war ja einer, mit dem wir quasseln hätten sollen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Dann machen wir das doch mal eben schnell. Mein Gott. Ja. So ist das eben. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Links und links und links. 5, 6, 7, 8, 9. 3324. Captain. Ah, okay. Dann müssen wir doch zu ihm. Hab ich's mir noch gedacht. Ja. Dann schnacken wir mal mit dem guten Mann. Jo. Brauchen Sie etwas?
Ich habe von dem Ärger im Quarantänelabor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Wir gehören nicht zu ihren Abwehrplänen. Wir verbrauchen extra Rationen, extra Medigel. Ja, aber sie haben auch extra Waffen. Okay, okay. Wenn sie ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter ihnen wieder schließen. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben sie da drinnen. Hört sich nach vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen an. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. So, dann können wir doch jetzt nach da unten hin. Oder? Nein, wir wollen nicht zum Zug, wir wollen da hinten hin. Jetzt bin ich auch schon total verwirrt, wo wir lang müssen. Schlimm ist das. Schlimm. Man ist verwirrt. Man weiß nicht, wo man hingehen soll. Und alles nur, weil man hier schon gefühlten 5000 Jahren in so einer ollen Forschungsstation rumgurkt. Dann ab zu den Unterkünften. Jetzt müsste uns dieser komische Typ... Es gibt keine menschlichen Spectre. Wir sind Spectre. Und das mit der obersten Prioritätsstufe. Wir wurden offiziell vom Rat ernannt. Macker. Guck die Nachrichten. Wir sind ja auch nicht gerade eben erst unterwegs. Wir haben ja schon ein bisschen was... Ein bisschen was erlebt und gemacht und getan. So, Waffe wieder ein Anschlag. Das muss sein. So, jetzt lass mich durch, da Macker, sonst krieg ich gleich den Rappel. Was wollen Sie hier? Ich habe Ventrales Erlaubnis, da reinzugehen. Richtig, das hat er durchgegeben. Er sagte auch, dass Sie, um wieder rauszukommen, beweisen müssen, dass Sie nicht kontaminiert sind. Wenn Sie eine Todessehnsucht verspüren, können Sie auch an der Barrikade Wache schieben. Was wollen Sie hier? Nichts. Entschuldigen Sie die Störung. Ja, genau. Ja, genau. Macker. So, was haben wir denn hier? Abgeschlossene Kiste, leichte Dechiffrierung, nehmen wir mit. Na, so. So. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Hä? Heilmittel konnte nicht hergestellt werden. Ah ja. Ihre Mission endet hier, Shepard. Mir war sie von Anfang an suspekt. Sie sind Benesias Schläfer. Mir wurde befohlen, sie zu eliminieren, sollte sich die Gelegenheit dazu bieten. Und da sind sie, gefangen in diesem Labor. Feuer frei! Nix hier. Nix ist mit Feuer frei. Am Arsch Feuer frei. Ich gebe dir gleich Feuer frei, Mädchen. Hoppa, wo fliegt die denn ganz hin? Sari, Kommando, weg mit dir. Kali ist schon hinüber oder was? Kann ich ja nicht angehen. Wo ist denn die? Hä? Ach, da unten hat die sich versteckert. So, ich krieg überall noch Schaden, hä? Wo krieg ich Schaden? Ist die weg? Ja, die ist weg. Hier können wir noch wieder hacken. Ich wusste gleich, dass die uns ein bisschen, dass mir die suspekt war. Verdammt. Verdammt. So, haben wir es doch noch hingekriegt. Das ist ja unschön hier. Aber das Heilmittel haben wir, das ist schon mal gut. Was haben wir hier noch? Medizinkit nehmen wir auch mit. La Patoma, Hohebapidipapidapau. Hier ist noch nicht mal was drin. Das finde ich doof. Das finde ich doof. Ah, wir haben das Heilmittel. Das ist Ziel der ganzen Sache hier unten gewesen. Sie hat die Wache getötet, Shepard. Nur weil sie ihr im Weg stand. Schlimm sowas.
Sie kommen da raus. Sie meinen die anorganischen Wesen, die die Asari bei sich hatte? Benicia brachte sie mit. Ich gehe dann jetzt. Ja. Besser ist das. Was haben wir jetzt hier unten noch? Dann gucken wir einfach mal hier direkt weiter, wenn wir schon mal hier unten sind. Das scheint ja hier einmal im Kreis zu führen. Bin mal gespannt, was wir hier noch haben. Eine Tropfsteinhöhle oder was das hier ist. Auf jeden Fall irgendwie ein... Oh, hier gibt es wieder böse Viecher. Rachni, Rachni, überall Rachni. Komm her, du Rachni. So. Ah, spuckt der uns hier direkt wieder an. Aber wir sind wieder aufgestiegen. Jawohl. Wir steigen immer nur noch einen Punkt auf. Mhm. So. Was kriegt Liara hier? Nam, 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 nam. Elektronik haben wir eigentlich über Dings schon. Über Tali. Dann gehst du mal hier aufheben. Und Tali, was kriegst du? Erste Hilfe. Jawohl. So, hier ist die Singularität noch am rumkredüseln. So, Tagebuch aktualisiert. Jawohl. Hier ist, was weiß ich, was hier los ist. Ein Spind, den wir auch wieder hacken. Wollen wir doch mal hacken tun. Nein. Ach, verdammt. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Das heißt, wir laden kurz diesen Spielstand einmal kurz. Schnell speichern. Jawohl. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will nämlich diese mittelschwere Kiste haben. Meins. Gib her. Verdammt. Ah. Bin ich denn jetzt zu blöd hier? Ich bin zu blöd. Das kannst du doch nicht erzählen. Und nochmal, wir haben ja die Zeit. Ich gehe auch immer nur in eine Richtung, ne? Ich vertue mich dann immer, in welche Richtung ich dann muss. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es doch. Da haben wir wieder ordentlich was gekriegt. Oh, oh, was haben wir denn hier? Breaker, oha. Mhm. Ah, die kriegt Matali. So. Zack. Kampfscanner. Kriegst du noch drauf. Und für dich haben wir doch auch garantiert noch was Besseres. Jawohl. Und kriegst auch nochmal einen Kampfscanner drauf. Achso. Achso, nein, okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Mittelschwer, 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 mittelschwer. Aha. Bio-Verstärker. Da hat es eigentlich schon den besten. Und hier Tali. Hat da auch schon das Beste drauf. Und wir haben hier ordentlich Geld. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Geld wir hier machen. Dann geht's hier lang. Hier geht's weiter. Wir durchsuchen natürlich alles einmal. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Liara ist hier, weil sie es will, nicht weil ich sie gebeten habe. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Ich kann nicht glauben, dass Sie Ihre eigene Tochter töten würden. Ich erkenne jetzt, dass ich hätte strenger mit ihr sein müssen. Ach du Scheiße. Ach du Scheibenkleister, Scheißen, Scheißenkleister, Scheiße. So, da kannst du mal die Singularität anwenden.
Geh weg hier. Die kommt auf uns zugestürmt. Finde ich ja nicht so. Ah, Drecksteil. Genau das meine ich nämlich. Jetzt haben wir nämlich das Problem. Genau dieses Problem, was wir hier hatten. Was mich immer so aufgeregt hat. Fuckety-fuck-fuckety-fu. Ja. Gut, das heißt, wir sind jetzt hier direkt schon bei unserem Endboss. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Starte manuelle Überbrückung. Jetzt können wir hier wieder hacken. So. Das nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Dann rüsten wir hier nochmal um. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf den Kampf gefasst machen. Und das heißt, wir können hier wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dran rumknusern. Das wird übel werden. Das sage ich euch jetzt schon. Das wird richtig übel werden. Nationsraum, Sicherheitslabor. Ja, komm, auf geht's. Wir wagen es. Wir wissen ja, dass hier gleich dann hinter den nächsten Türen die gute Frau stehen wird. So, Schnellspeichern beendet. Sie wissen nicht. Ja. Das kennen Haben wir alle Sie schon. Mal eine Ach du Scheiße. Und ich weiß noch nicht genau so wirklich, wie wir das jetzt hier am besten machen. Weil die ballern uns da ziemlich schnell über den Haufen, diese Asari-Kommando-Einheiten. Wo können wir am besten hin? Am besten einfach mal hier hin. Erstmal auf Abstand gehen. So, das war die. Da hinten ist Benesia. Materialchen bin. Ach du Scheiße. Hä? Was? Wie? Wieso? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ladebildschirm anzeigen. Das machen wir nochmal. Jetzt wird's echt wieder interessant. Sie wissen nicht. Erwarten Sie keine Jahre. Ja, ja, haben ja, Sie schon ja, mal. Ja. Das kennen wir alles. Das war aber gar nicht so verkehrt, dass wir da erstmal nach rechts gerannt sind. Die hat da oben die bessere Stellung. Weil diese ganzen Kommandoeinheiten hier, das sind zwei, sind drei Stück sind das. Und Benesia selber, die ganz schön Kraft hat. Das wird noch richtig übel werden. Erstmal hier hinten hin. So. Kommt her hier. So. So, das war die. So, Benesia Stärke-Level ist gesunken. Jetzt kommt Geht. Hä? Was? Asari-Kommando-Einheiten? Wo kam die denn her? Scheiße. Da ist der Geht-Scharfschütze. Und hier kommt schon wieder eine Kommando-Einheit. So, die ist weg. Jetzt haben wir nur noch Benesia. Wir machen mal kurz eine Heilung. Wo ist die gute Frau? Da ist sie. Sie ist abgelenkt. Da kommen wir so nicht weiter. Das ist blöd. Das ist gefährlich, dass ich... Es ist gefährlich, was ich hier mache. Oh, geht mir doch aus dem Weg, Leute. Geht mir einfach aus dem Weg. Da ist noch ein Geht-Scharfschütze. So, Stärke-Level sinkt. Langsam machen wir uns doch. Da kommt Geht. Ah, wir dürfen Benese also nicht direkt selber angreifen. Wow. Stehen sonst hier alle...
erstmal direkt den Weg. So. Erstmal kurz sichern hier. Mädchen, was machst du denn da? Komm. Einmal rum hier. So. Hier sind noch geht. So, scheiße. So. Den kleinen Spacko hier, den haben wir auch hingekriegt. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es dann? Ich werde ihnen nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Sie könnten mich also wieder angreifen? Ja. Ja, aber das wäre dann nicht aus freien Stücken, Shepard. Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Die Sovereign ist anders als andere Schiffe. Woher kommt sie? Kann ich nicht sagen. Die Gate haben sie nicht erbaut. Ihre Technologie ist fortgeschrittener als die jeder anderen Spezies. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden, besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Es wurde auf Noveria gefunden? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb. Oh oh. Das kann nichts Gutes verheißen. Dämpfung. Und machen wir hier Stase. Boah, du Scheiße. Haut die uns direkt wieder um. Ah, fuck. Ich kümmere mich hier erstmal um diese Viecher hier. So.
Das ist vielleicht der richtige Weg. So, hier schießen die alle mit Biotikkräften um sich. Komm her, du Mistviech. So, das war die. Venesia ist da hinten irgendwo. Kommt die jetzt auf uns zu? Jawohl, die kommt auf uns zu. So, haben wir die doch erledigt. Haha. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Warten Sie, wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein, er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Mutter! Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Ach. Oh. Ruhe in Frieden. Ja, ja. Schlechte Einflüsse, Leute. Nehmt euch das zu Herzen. Und bevor wir hier weitermachen, nach diesem spannenden Kampf, machen wir nochmal einen kurzen Cut. Ich hoffe, dieser Kampf hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen rauf oder abonniert mich. Dann sehe ich euch, dass es gefallen euch. Dann sehe ich auch, dass es euch gefallen hat. So ist es richtig. Und danke fürs Zusehen bis zu dieser Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, euer Bugs. Tschüss.